Politik im Fokus. Heute mit dem Ökonom Peter Isenhut und dem Regierungsratskandidat Beat Tinne. Die Schweizer Wirtschaft und das Gewerbe wird momentan wegen dem Coronavirus durchgeschüttelt. Peter Isenhut, wie sehen Sie, wird sich die Wirtschaft wieder erholen? Keine Frage, die Schweizer Wirtschaft wird auch diese Krise überstehen. Aber ebenso keine Frage ist, dass man zuerst einmal in eine tiefe Rezession schlittert. Denn momentan befinden wir uns ja eigentlich in einem staatlich verordneten Vollstopp von grossen Teilen der Wirtschaft. Beat Tinne, Sie haben im Vorfeld gesagt, dass ein Haufen Gewerbler und Leute aus der Wirtschaft sind auf Sie zugekommen. Da sind Ängste um. Mit welchen Sorgen kommen die zu Ihnen? Ja, sie sind natürlich vor allem Einzelunternehmerinnen und Einzelunternehmer, Gesellschafter von Gesellschaften, die natürlich keine Kurzarbeit beantragen können und natürlich jetzt so sehen, dass ihnen in den nächsten paar Wochen, vielleicht auch Monaten, das Einkommen fehlt und natürlich somit nebst dem Einkommen somit auch die Liquidität knapp wird. Was raten Sie diesen Gewerbetreibenden? Ja, Rate ist natürlich schwierig. Was man machen kann, ist, die Leute zumindest darauf aufmerksam machen, dass sie auch ihre Situation, zumindest auch den staatlichen Akteuren, der Politik, aber auch am Verwirtschaften aufzeigen. Ich bin aber auch überzeugt, und das habe ich auch immer wieder darauf hingewiesen, dass ich davon ausgehe, dass der Bundesrat am Freitag, am 20. März wird entsprechende Massnahmen präsentieren und dann kann es durchaus auch eine gewisse Entlastung geben, dass die Sorgen, vielleicht der Sorgenparameter ein bisschen tiefer könnte werden. Peter Isenhut, wir haben es gehört, eben Kurzarbeit ist eine von den Möglichkeiten, wo mindestens einmal ein gewisses Spektrum Gewerbetreibenden abdeckt mit finanziellen Mitteln. Ist denn der Topf genug voll? Hat es für so eine Situation, wie wir aktuell drin sind, dort innen genug Geld? Mindestens das ist eine gute Nachricht, dass die finanzielle Situation vom Staat sehr gut ist gegenwärtig. Und es gibt für die Kurzarbeitentschädigung nicht etwas wie eine obere Grenze. Also insofern sollte die Finanzierung sichergestellt sein. Da können ja nicht alle profitieren, wie wir bereits auch gehört haben. Gerade Selbstständige und Firmeninhabende gehen aktuell noch leer aus, sprich können keine Kurzarbeit anmelden. Wie sieht das aus? Gibt es für dich schon Lösungen oder Ideen? Ich bin überzeugt, dass es für diese Lösungen gibt. Es muss auch Lösungen geben. Sowohl die Selbstständigen als auch die Temporärkräfte haben ebenso Anspruch auf eine Entschädigung wie die Vollangestellten. Beat Tinne, was für Lösungen muss man denn da jetzt machen? Haben Sie da schon konkrete Ideen oder Vorschläge? Ja, wir haben da schon Gedanken gemacht. Die Regierung hat eine Überlegung eigentlich heute schon bestätigt, dass man natürlich auch versucht, mit den kreditgebenden Banken eine Kulanz zu erreichen, dass zumindest dort, wo vielleicht auch Amortisationszinslasten anstehen, dass dort die Banken grosszügig umgehen, dass sie auch grosszügiger sind mit dem Dispo bzw. mit dem Kontokorrentkredit. Ein weiterer Punkt ist die Ostschweizer Bürgschaftsgenossenschaft. Da wird es aber entscheidend sein, dass die Gesuche wirklich auch pragmatisch abgehandelt, bearbeitet werden, weil sonst geht es viel zu lange und dann, bis die dann beantwortet sind, ist vielleicht das Unternehmen bereits Konkurs. Weitere Aspekte gehe ich davon aus und da hoffe ich natürlich auf den Bundesrat, dass er hergeht und vielleicht sagt, bis zu einem Halbjahresumsatz kann man einen Kredit beanspruchen oder dass er vielleicht sogar eine Überbrückungshilfe bereitstellen tut, vor allem für die kleinen Unternehmen und Betriebe. Was halten Sie von diesen Ideen als Ökonom? Ja, ich kann die nur unterstützen. Bei dieser Phase, in dieser grossen Krise, in der wir jetzt drin sind, kann man oder muss man mit einer ganz grossen, ganz grossen Kelle anrichten. Und da dazu gehört auch die Überlegung, ob man Steuerstunden, Steuern später zahlen oder auch Steuererleichterungen müssen zur Diskussion gehören. Jetzt haben wir ja gehört, ein Haufen zeugen den grossen Schaden aus der jetzigen Situation. Gibt es denn auch Branchen, die von dem profitieren? Ich denke allenfalls an Onlinehandel. Ich glaube, es ist fast der falsche Ansatz, jetzt die wenigen zu suchen, die davon profitieren. Der ganz grosse Teil, und das ist etwas Spezielles an dieser Rezession, die wir jetzt wieder dreinschlittern, der ganz grosse Teil der Wirtschaft kommt wirkliche Probleme über. Und das Spezielle. Natürlich gibt es immer Ausnahmen, ein paar Ausnahmen, wie zum Beispiel Maskenverkäufer oder Produzenten oder vor allem die Pharmaunternehmen, die den ersten Impfstoff wird auf den Markt bringen. Aber das ist momentan nicht das Thema. Das Thema ist wirklich, dass der grosse Teil der Wirtschaft massive Probleme wird haben.
kann man vielleicht trotzdem irgendetwas Gutes abgewinnen. Ich denke jetzt vielleicht auch eine Digitalisierung, geht die jetzt schneller vorwärts oder so etwas? Man muss jetzt einfach, oder sagen Sie ja, nein, das ist alles, kann man auf die Seite legen? Also ich glaube, gegenwärtig geht es effektiv darum, uns Gedanken darüber zu machen, wie man den betroffenen Unternehmungen, die ja sehr oft gerne nichts dafür können, was jetzt passiert ist, es ist sozusagen ein staatlich verordneter Stopp von der Produktion, wie man die kann entschädigen kann. Aber natürlich wird die Entwicklung Veränderungen bringen in die Wirtschaft, wird Strukturveränderungen bringen, wird Digitalisierung vorantreiben. Und wenn man einen positiven Aspekt vielleicht will, in den Vordergrund stellen, könnte man sagen, die Krise beweist einmal mehr, dass man in Krisensituationen in der Lage ist, um neue Organisationsformen der Arbeit zu finden. Plötzlich ist Homeoffice offensichtlich kein grosses Problem mehr. Also so neue Arbeitsformen, die gewinnen jetzt an Bedeutung. Neue Arbeitsformen, neue Angebote, allenfalls auch eben mit Lieferservice, die Gewerbe machen, die Sachen heiliefern, die vorne nur in den Verkaufsläden die Sachen angeboten haben. Das hat aber auch Grenzen. Ich denke da beispielsweise ein Coiffeurbetrieb. Die können ja nicht gross Homeoffice machen oder etwas liefern. Ja, das ist sicher so, dass natürlich der Coiffeur weiterhin wird am Mensch am Kopf müssen arbeiten. Aber ich bin auch überzeugt, dass Digitalisierung wird jetzt vor allem dank dieser Krise, und das hat sich immer wieder in der Vergangenheit, in der Geschichte bestätigt, dass eigentlich eine Krise vielleicht auch kriegsähnliche Zustände auch zu Innovationen, zu Erfindungen geführt haben. Und da bin ich überzeugt, da wird sich in Zukunft der Umgang, auch Sitzungsverhalten, auch Kommunikation zwischen den Menschen in den Betrieben wird sich da verändern. Und das schaue ich zumindest auch als Chance an. Wir sind da in der Schweiz eigentlich nicht schlecht aufgestellt, aber wir haben immer noch im Vergleich zu anderen Staaten in Europa doch einen Nachholbedarf, obwohl wir eigentlich überall Glasfaserkabel haben. Wir haben Netze, wir haben stabile Netze, die müssen wir jetzt weiterhin pflegen, aufrechterhalten und nachher aber auch die Innovation, die man auf diesen Netzen kann, anbieten und umsetzen. Peter Iserhut, ich möchte noch kurz beim Beispiel der Coiffeure bleiben. Eben die, die irgendeinem Verband angehören, die sagen jetzt einmal, die Seriösen, die halten sich an die Vorgabe vom Bund, gibt aber einen Haufen auch so ein bisschen Hintertür, eine Schattenwirtschaft, gerade bei den Coiffeuren, die die Haare trotzdem noch schneiden. Was halten Sie von dem? Gibt es da eine Verzerrung von der Wirtschaft oder geht es in erster Linie um Gesundheit in der jetzigen Phase vermutlich? Also Schwarzmärkte sind in der Marktwirtschaft immer ein Problem und auch in dem Fall. Aber jetzt muss man ein gewisses Verständnis haben. Wenn der Staat den Markt quasi gestoppt oder ausgeschaltet wird, dann ist das natürlich eigentlich offene Türen für Schwarzarbeit. Also das wird sicher gefördert. Müssen wir da Massnahmen einleiten oder sind einem da einfach die Hände gebunden und muss man zuschauen? Ja, ich glaube nicht, dass das jetzt dringend ist, da Massnahmen zu überlegen, sondern das ist jetzt etwas, was wir akzeptieren müssen. Also sind am Schluss sozusagen die ehrlichen Verlierer? Ich teile da die Einschätzung von Peter Iserhut. Das wäre jetzt falsch, wenn wir würden noch als Gemeinde, als Vollzugsorgan primär Kraft jetzt in eine Kontrolle einsetzen, wo wir am Schluss eigentlich auch an Grenzen stoßen. Ich bin nach wie vor überzeugt, dass sehr viele Betriebe auch versuchen, doch in einem geordneten Rahmen Dienstleistungen, aber zum Beispiel auf dem Bau, im Strassenbau, ihre Aufgaben zu erfüllen. Dort ist eigentlich eher das Problem, wie ich auch erfahren habe, dass zum Teil jetzt natürlich vor allem die Ingenieurbüro, die beauftragt sind, Bauten, Tiefbauten zu begleiten, nur mehr abkömmlich sind, im Homeoffice stecken und so eigentlich zum Teil die Ausmasse, also keine Abrechnungen mehr können erstellt werden. Das ist auch eine Herausforderung. Und darum, glaube ich, müssen wir einen guten Weg finden zwischen dem einzelnen Schutz, dass nicht weitere Ansteckungen primär weitergehen, aber gleichzeitig müssen wir auch dafür sorgen, dass natürlich dort, wo man auch das wirtschaftliche Leben aufrechterhalten kann, dass das so geordnet gemacht werden kann. Und da braucht es jetzt, glaube ich, nicht in erster Linie eine Verstärkung noch oder eine Intensivierung von der staatlichen Kontrolle. Vom Kleingewerbe wird jetzt ein bisschen auf eine Branche kommen, die sehr hart betroffen ist, Reisebranche. Die Corona-Situation, auch viele Auswirkungen hat die vielleicht auch längerfristig für die Reisebranche aus Ihrer Sicht? Zuerst mal kurzfristig ist es völlig klar. Die Wertschöpfung von dieser Branche, die ist praktisch auf null zusammengefallen.
Jetzt gibt es natürlich gewisse Hoffnungen, dass wenn die Krise nicht mehr vorbei ist, ein gewisser Nachholeffekt besteht, dass man dann wieder vermehrt in die Ferien geht. Aber etwas ist klar, aufholen wird man den Rückstand nie mehr können. Die ist längerfristig stark betroffen. Wie sich das Reiseverhalten auf die Langfrist wird verändern, ist gegenwärtig schwierig vorauszusagen. Aber es kann schon sein, dass Ferien im eigenen Land wieder an Bedeutung gewinnen. Beat Tinnesi, führen noch eine Olivenbaumplantage zusammen mit der Frau in Tunesien. Was für Auswirkungen hat das für Sie? Denken Sie, können Sie da schon bald wieder unbeschwert herreisen oder jetzt längere Zeit nicht mehr? Ja gut, also da stellen wir uns jetzt natürlich auch darauf ein, dass wir in den nächsten paar Wochen und sicher auch bis zur Sommerferien gar nicht einreisen können. Also auch Tunesien hat einen Einreisestopp verfügt. Wir haben zum guten Glück jetzt die Leute vor Ort, die natürlich die Olivenbäume weiterhin betreuen. Und somit die Ernte steht dann erst im November, Dezember wieder an. Und bis da bin ich jetzt überzeugt, ist dann noch das Virus verflogen. Und dann werden wir wieder einmal können, dort vor Ort natürlich zum Rechten schauen können. Wir haben schon gehört, bis auf ein paar wenige Ausnahmen sind alles grosse Verlierer wegen dieser Coronavirus-Geschichte. Die Reisebranche haben wir angesprochen. Jetzt möchte ich kurz die ganze Event-Veranstaltungsbranche ansprechen. Denken Sie, da wird es einen Haufen Unternehmen geben, die zugehen? Ich glaube, das ist eine ganz grosse Aufgabe vom Staat, sowohl vom Bund als auch vom Kanton, dass man jetzt vermeiden kann, dass Unternehmen, die eigentlich gesund sind, aber auch wir staatlich verordnen, keine Aufträge mehr haben, dass man denen wirklich möglichst schnell und möglichst kurzfristig auch noch die Arme greifen kann. Die Frage ist natürlich, wie lange die Krise geht. Wir können das nicht ewig machen, aber ich glaube, jetzt ist wirklich kurzfristig ist Handlungsbedarf, um diese Branchen, die absolut, absolut unverschuldet in die Krise geraten sind, die zu unterstützen. Wenn man das Virus im Griff wieder hat, kann man da schon abschätzen, wie lange es nachher geht, bis die Wirtschaft wieder einigermaßen in Schwung ist? Oder müssen wir uns da für eine längere Zeit für eine sehr schwierige Phase einstellen? Ich glaube, das ist eine der drängendsten, aber auch schwierigsten Fragen zu beantworten. Etwas scheint mir klar zu sein. Wir hatten am Anfang des Ausbruchs von dem Virus gefühlt oder gehofft, wir machen jetzt etwas in einer V-Bewegung. Also wir schlittern kurzfristig in eine Krise und gehen dann nachher rasant wieder ruhen. Unterdessen hätte die Hoffnung müssen begraben werden. Und unterdessen ist die Chance bzw. das Risiko, dass die Krise lang geht, sehr viel grösser geworden. Also es wird kein V geben, sondern es wird eher ein U geben. Wie lange jetzt das U da ohne durchgeht, da kann man gegenwärtig nur spekulieren. Ich rechne aber schon mit 2 bis 3 Jahren. Und nachher wird man sich wieder können erholen? Kommen wir wieder zur Normalität zurück? Ja, was man auch immer als Normalität wird bezeichnen. Wie gesagt, so eine Krise verändert vieles in der Wirtschaft. Strukturen werden anders. Die internationalen Wertschöpfungsketten werden neu positioniert und neu getestet. Die Globalisierung wird sicher unter Druck kommen. Also einiges an Veränderungen. Gleich zurück, wie wir jetzt sind, werden wir nicht mehr. Ich hoffe allerdings im Wertschöpfungsniveau schon 2-3 Jahre. Und dann haben wir es hoffentlich wieder geschafft, den Rückstand aufzuholen. Beat Tinnesi, Sie kommen ursprünglich aus der Finanzbranche. Momentan Angestellte müssen mit Lohnkürzungen rechnen. Der Unternehmen fehlt das Geld. Was bedeutet das auch für den Finanzmarkt? Ja, ich glaube, der Finanzmarkt bin ich im Moment noch ein bisschen zuversichtlicher. Aber auch der wird natürlich, wenn dann die Unternehmungen mittellangfristig Kredit nicht bedienen können, dann gibt es einen Wertberichtigungsbedarf und dann nachher kann dann das durchaus auch noch einmal sich zu einer gewissen Finanzkrise ausweiten. Darum ich schätze auch ein, dass wahrscheinlich die Weltwirtschaft die wird eher in eine tiefere Talsohle hineingehen und da wird es noch 2, 3, vielleicht auch 5 Jahre dann wahrscheinlich brauchen, bis wir dann wieder irgendwo auf einem Niveau sind, wo wir bis jetzt sind. Peter Isohut, kann man schon einschätzen, wie es mit den Hypothekarzinsen aussieht in dieser Situation? Gehen die weiter runter oder steigen die? Ja, vielleicht noch eine Vorbemerkung. Entscheidend ist auch, was Nationalbanken jetzt machen. Und weltweit sehen wir, dass Nationalbanken natürlich die expansive Geldpolitik weiterhin betreiben und alles versuchen, um Liquiditätskrise auch von den Banken zu verhindern. Zinssenkungen weltweit sind angesagt. Also insofern müssen wir nicht Angst haben, dass die Zinsen ansteigen könnten. Aber in so einer verrückten Zeit, in der man jetzt lebt, kann man auch selbst da nicht ausschliessen. Wie der Beat Hinner schon angetönt hat, wenn die Finanzmärkte allgemein auch in einer Krise schlittern, wobei wir jetzt besser gerüstet sind als im 2008, dann wäre selbst ein Anstieg der Hypothekarzinsen nicht undenkbar.
Wie sieht es so immobilienmäßig aus? Kann man da auch etwas sagen? Wohnungen, Häuser, wären die günstigen, teuren jetzt in der Krise? Ja, ich glaube, da kann man schon etwas sagen dazu. In dieser Krise, wo wir jetzt Anfang von der Krise, wo wir jetzt stecken, ist schon davon auszugehen, dass die Nachfrage nach Immobilien wird zurückgehen. Das heisst, die Preise werden wahrscheinlich oben runterkommen bei Immobilien. Natürlich insbesondere bei Gewerbeliegenschaften, bei Renditenliegenschaften, die werden unter Druck kommen. Und im privaten Bereich wahrscheinlich eher die hoch angesiedelten Luxuswohnungen und Häuser, die werden den Druck am meisten spüren. So ein Schreckszenario, wie wir jetzt mit drinstecken, hat man ja bei verschiedenen Risikobeurteilungen schon mal ein bisschen angeschaut. Man hat jetzt aber doch vermutlich ein paar Überraschungen in der Zwischenzeit können erleben. Was sind so Ihre Erkenntnisse bis zum heutigen Tag, wo man aus dieser Krise ziehen kann? Ja gut, ich stelle fest, dass natürlich sehr stark im Moment der Staat, die staatlichen Organisationen mit sich selber ohne Beschäftigung sind. Dann gleichzeitig eben die Sorgen und Nöte der Unternehmungen können aufnehmen. Ich gehe aber schon davon aus, dass es natürlich, je länger das die dauert, und vielleicht auch die Leute nur so sich frei bewegen, dass da die Unzufriedenheit wird zunehmen. Und ich schließe auch nicht aus, dass da durchaus vielleicht auch könnte zu einer Verstärkung von Einbrüchen kommen. Das schließe ich auch nicht aus. Gewalt bin ich immer ein bisschen vorsichtig, um jetzt da den Teufel an die Wand zu malen. Aber ich habe mal das Buch Blackout gelesen und wenn man jetzt eigentlich da gewisse Parallelen ziehen möchte, dann nachher muss man sich vielleicht schon auf die ein oder andere Umstand einstellen, wo wir jetzt noch gar nicht so stark im Fokus haben. Wie schätzen Sie die Situation ein? Ich glaube, meine Erfahrung, die wir jetzt aus dem ziehen ist, dass man in dieser vermeintlichen Sicherheit müssen feststellen, dass die Wirtschaft extrem verletzlich ist. Und das führt wahrscheinlich dazu, und ich hoffe, es führt dazu, dass man Nachhaltigkeit in der breiten Ausdehnung, in der breiten Bedeutung in Zukunft deutlich stärker mit Gewicht beimessen als bisher. Da, wo wir jetzt drinstecken, ist aus Ihrer Sicht ein Ausnahmefall. Bis jetzt schon, aber in Zukunft, wie sieht das aus? Rechnet man, dass so etwas schnell wiederkommen könnte? Ich hoffe natürlich, dass es ein Ausnahmefall bleibt. Aber ich glaube, das ist eine weitere Lehre, die wir uns suchen müssen. Wenn uns ein Virus wie der Coronavirus in so ein tiefes Loch einbringen kann, dann muss man sich schon überlegen, was man dann macht, wenn ein noch gefährlicher Virus auftaucht oder wenn Cyberattacken auftauchen oder eben wenn das ganze Stromnetz ausfällt. Ich glaube, da muss man die Situationen wieder näher anschauen und Massnahmen versuchen vorzubereiten. Beat, die Politik ist auch gefordert. Was kann die jetzt machen oder auch im Nachgang? Ja, ich glaube, die Politik muss sicher auch führungsstabsmässig auch jetzt im Kanton St. Gallen überlegen, was ist gut gelaufen, was ist denn noch schlecht gelaufen. Danach wird sich der Kanton einmal auseinandersetzen, wo sind die Risiken. Die Regierung hat dem Parlament in der Langfristperspektive, Finanzplan, eigentlich gewisse Risiken aufgezeigt. Also da sind durchaus Epidemien ein Thema. Was wir aber bis jetzt vielleicht auch noch erst so in Ansätzen erlebt haben, das sind vielleicht auch Unwetterereignisse, also Steinschlag, Lawinen und so fort. Ich denke, das kann durchaus vielleicht je nach Entwicklung natürlich auch vom Klima ohne auf uns zukommen. Ich bin überzeugt, dass die Risiken, die Anzahl Risiken und deren Auswirkungen uns viel verletzlicher gemacht haben jetzt in den letzten Jahren, als dass wir uns das bis jetzt vermutlich angenommen haben. Teilen Sie die Einschätzung? Absolut. Bei 100% der Meinung, ja. Beatine, Sie sind ja noch im Wahlkampf, im zweiten Wahlgang für einen Regierungsratssitz. Am 19. April wird entschieden, ob Sie Einzug in die Regierung halten. Bereuen Sie Ihre Kandidatur schon? Weil es wird ja eine rechte Herausforderung, gerade in dieser Situation in die Regierung einsteigen. Nein, also dann hätte ich mir gerne nur für den zweiten Wahlgang zur Verfügung stellen. Ich selber habe immer wieder festgestellt, dass vielleicht, wenn Sie schwierige Situationen anstehen, dass ich da sehr wohl auf meine langjährigen Erfahrungen zurückgreifen kann. Natürlich auch als Gemeindepräsident, sicher auch als Fraktionschef habe ich jetzt auch schon und als Kantonsrat mehrere, ich sage jetzt wirtschaftliche Ideen, das letzte Mal 2008, aber auch schon Sparpakete erlebt. Und da habe ich immer wieder eine Erfahrung gemacht, bevor man Massnahmen einleiten, braucht es eine saubere, gründliche Analyse, Lagebeurteilung und dann aber auch sehr schnell Entscheid aufbereiten, um eben eine Situation verbessern und nicht noch zusätzlich verschärfen.
Und deshalb bin ich überzeugt, dass ich da meine Erfahrungen inskünftig, wenn doch da noch ein paar Herausforderungen auf den Kanton St. Gallen, auf die Schweiz zukommen, dass ich das kann sicher gut meistern kann. Dann wünschen wir Ihnen für den zweiten Wahlgang viel Erfolg. Merci. Und hoffen wir, dass wir möglichst rasch und mit einem blauen Auge kann man zwar jetzt nicht mehr reden bei dieser Corona-Virus-Situation, aber mit möglichst wenig Schaden aus dieser Situation rauskommen. In dem Sinn danke Ihnen, Peter Isenhut, Beat Thinne, für das Gespräch. Ihnen zuhause wünsche ich gute Gesundheit vor allem. Bleiben Sie politisch interessiert und halten Sie sich an die Vorgaben, die von den Behörden gemacht werden.